So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei TKG Katjas Geheimnis. So, wir waren das letzte Mal bei Klößchens Vater, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, Herr Sauerlich auf jeden Fall, und hat uns einen entscheidenden Tipp gegeben. Wir gehen jetzt in den Schokoladenladen. Ja. Oh, versucht es dreimal hintereinander zu sagen. Schokoladenladen, Schokoladenladen, Schokoladenladen. Wow. So, rein Und damit. jetzt du. Guten Tag, Frau Jonsson. Oh. Tut mir leid, Frau Jonsson ist nicht da. Ich bin nur die Aushilfe. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Wirkst dezent beschränkt Wer so. kennt sie nicht? Die gute alte Ilka mit dem Schwein. Das Bild ist so Okay, geil. Moment. Schokoladenladen, Schokoladenladen, Schokoladenladen. Aber es war zu langsam. Meins war Ist mir schneller. scheißegal. Oh, guck mal, da ist ein. Ein Also, Piepatz. ganz ehrlich, die ist so ein bisschen beschränkt, wirkt sie schon, ne? Ja, so wie das Schwein auf dem Bild ist so geil, Alter. Ilka. Okay, jetzt ist gut. Kennen Sie diesen Mann? Er ist einer der Verbrecher. Achso. Kennen Sie diesen Mann? Er ist einer der Verbrecher, die am Montag die Bank überfallen haben. Ich suche jemanden. Schön, warum bist du so laut? Kannst du Ich mal suche nicht essen? jemanden, der Royal Chocolate Drops gekauft hat. Weil wir damit schon nicht weiterkommen, oder? Das Knacken war gerade Melli, weil sie schon wieder frisst nebenbei. Hörst du mir zu? Ja, mach einfach. Klick einfach mal das an. Ich weiß, dass wir diese Marke führen, aber verkauft habe ich sie selbst noch nie. Okay. Oh mein Gott. Wie lange arbeitest du hier Ist die eigentlich nicht schon? gefragt, die Marke, oder was? Oder ist die zu teuer Teuer vielleicht? wahrscheinlich. Wann ist die Chefin denn wieder da? Frau Jonsson kommt Anfang nächster Woche wieder. Was? Du bist ja nicht mal sicher genug, einen Kunden zu begrüßen, dann sollst du hier den ganzen Laden alleine schmeißen? Ja, kommt jetzt ein bisschen komisch rüber, gell? Also, ich würde dir das jetzt auch nicht unbedingt zutrauen. Führen Sie eine Liste der Stammkunden? Ja, im Computer. Aber wie der funktioniert, lerne ich erst nächste Woche. Na. Ist alles so kompliziert. Aber erst. Mit Passwort und so. Mit Aber Passwort und so. erstmal lernen, wie man ihn einschaltet und schauen, dass der Netzstecker auch drin ist. Mit Passwort und so. Kannst du Am kein Passwort Computer. eingeben oder was, Alter? Geil. Ich gucke gleich Jetzt Karies überleg dir mal, die müsste Let's Plays machen. an. Heilige Scheiße. Führen Sie eine Liste der Stammkunden? Kennen Sie diesen Mann? Er ist einer der Verbrecher, die am Montag die Bank überfallen haben. Wie gruselig. Nein, den habe ich noch nie gesehen. Aber ich werde die Augen offen halten. So gruselig ist er jetzt auch wieder nicht. Normaler Mann halt mal. Da finde ich das Schweinchen Ilka schon gruseliger. Ich werde es wieder aufhängen für die nächsten 5 Jahre bei Ja, dir. ja. Sind Sie Frau Jonsson? Nein, ich bin Petra Bruch, die Aushilfe. Frau Jonsson ist zurzeit nicht da. Ja. Wie wär's mal mit Kundenberatung? Haben Sie diese Jacke schon mal gesehen? Ich suche nach einem Mann, der gerne teure englische Schokolade isst. Ja, mach mal. Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Ich Ja, bin nur die das war Aushilfe. klar. Das ist so, worauf sie Hab's mir sich so am gedacht. meisten verlässt. Ich bin nur die Naja, Aushilfe. das ist doch so, was man am meisten so hört. So, ich bin neu oder ich verstehe nichts oder keine Ahnung. Das sind doch die geilsten Ausreden immer. Dann nimm das Telefon in die Hand und ruf die gute Frau Jonsen an. Haben Sie diese Jacke schon mal gesehen? Sieht aus wie eine Jacke aus dem Laden nebenan. Ja. Hat du gut erkannt. Du Detektivin, du. Ilka das Spürschweinchen. Das Schnüffelschweinchen. Spürschweinchen. Du bist auch so ein Spürschweinchen. Ich bin wirklich Wo so ist hinter. denn Frau Jonsson? Kann man sie telefonisch erreichen? Frau Jonsson ist in Köln auf der Messe und ist dauernd unterwegs und daher schlecht zu erreichen. Ja, im Notfall wird sie bestimmt zu erreichen sein, denn wenn ihr Laden hier untergehen würde, müsstest du sie ja auch irgendwie anrufen. Also komm, ne? Jetzt mal gut hier. Willi wird sich freuen. Hi. Hallo Willi, Hi. suchst du was Bestimmtes? Ja, eine kompetente Fachberatung. Ne? Der Habt ihr Vogel ist auch komisch. Royal Chocolate Drops? Ein bisschen. Mich würde interessieren, wer solche Royal Schokodrops kauft. Weiß sie doch eh wieder nicht. Ich bin ja nur ab und zu hier und Ja. von diesen Royal-Dingern habe ich noch nie welche verkauft. Oh, Die sind Mädel. ja auch nicht gerade billig.
Ja, was kosten die denn? Das würde ich jetzt zwar schon gerne mal wissen. Befass dich doch mal mit deinem Sortiment. Royal-Dinger hier. Du musst doch wissen, was du verkaufst. Wenn jemand kommt, ich hätte gerne Royal Chocolate Drops. Ja. Diese Royal Dinger haben wir zurzeit nicht. Oh Gott. Hiya, jetzt. Die gute alte Aushilfe. Habt ihr auch Royal Chocolate Drops? Ja, das hatten wir jetzt gerade. Wann ist denn die Chefin zurück? Sie kommt Montag wieder. Sie kommt Montag wieder. Jetzt wird sie immer schüchtern, ne? Sie kommt Montag wieder. Bitte hau mich nicht. Gabi. Hallo, ich bin Gabi Glockner. Frau Jonsson ist meine Patentante. Und wer sind Sie? Aha. Ich bin Petra Bruch, die Aushilfe. Das waren gerade keine Bomben mehr. Irgendwas hat bei uns draußen geknallt, aber wir leben noch. Seit wann arbeiten Sie hier? Wissen Sie, wo meine Tante Lisa hingereist ist? Lisa also. Seit Montag, aber ich habe früher schon mal ausgeholfen, in der Urlaubszeit. Und dann weißt du nicht mal das Sortiment, Royal Chocolate Dinger. Kannst du uns mal einen PC lassen? Das geht nicht. Ohne Zippel. Wir wollen da ein bisschen rum. Kann die nicht mal weg müssen, irgendwie aufs Klo oder so? Ja, irgendwie schon. Ich müsste dringend etwas wissen über Royal Chocolate Drops. Können Sie mir da helfen? Ich fürchte nein. Deine Tante hat neuerdings alles im Computer. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, dann lass uns doch mal schauen. Aber gut, dass du da bist. Ich müsste mal schnell Futter für Pavarotti kaufen. Könntest du kurz auf den Laden aufpassen? Natürlich. Was ist denn das für eine Aussage? Ich soll auf den Laden aufpassen? Sie Petra besorgt Vogelfutter für den Papagei. Gabi hat nicht viel Zeit, um dem Computer das Geheimnis der Royal Schokodrops zu entlocken. Sie hat nur eine Minute. Oh. Ja, keine Sorge, ich weiß, wie das Passwort heißt. Ach so. Nur richtig schreiben müsste ich es jetzt. Ich weiß es zufällig. Weil du schon ein bisschen Vorerfahrung hast. Weil ich schon ein bisschen Vorerfahrung hast du ja habe. Und am der Anfang Vogel schon verrät gesagt. Zwischendurch. Pavarotti, ja? Er heißt Pavarotti. Das macht er die ganze Zeit. Pavarotti. Bis du ganz bescheuert im Kopf wirst. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So, Kunden. Ausdrucken. Drucken, oh mein Gott. Können wir das drucken? Nee. Lakritzentatzen, bla bla blub, Vorsicht, Lieferung, Nougat Crisp, mein Handy klingelt, das Geschenk verpacken, da. Nein, stopp, Ah Mann, weil du es übertrieben hast. Stopp! Ja, guck mal, weil du so 100 Mal gedrückt hast. Ja, jetzt dürfen wir wieder reingehen. Nein, Moment, noch. So. Schneider, Glück gehabt. Das muss er sein. Hotel Splendid, Zimmer 175. Ja, Hotel Gut, Splendid. Gleich treffe. Bei dem alten Sack. Jetzt aber schnell den Computer ausmachen. Das kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht mit, wenn der so, läuft, die Aushilfe. Bist du zurechtgekommen? Klar. Alles ruhig, kein Problem. Dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Tschüss. Jetzt fütter mal den Vogel, ne? Dass der nicht von der Und Stange Und so schnell fällt. Geht's. Wir sind schon beim Finale. Und das war schnell. Mhm. Das war so. Sehr schnell. Ja. Los, schnell! Der Portier ist gerade nicht da. Du meinst, wir sollen den Schlüssel einfach nehmen? Klar, wenn wir fragen, kriegen wir den Schlüssel nie. Oh, oh. Hoffentlich geht das gut. Wir müssen das tun, Klößchen. Denk an Katja. Darf ich jetzt? Dankeschön. Hat sich jemand zufällig das gemerkt? Okay. Gab es da einen Hinweis, welcher Schlüssel das war? Gilt ja nur das eigentlich, oder? Yay. Oh. Katja! Katja! Was haben die mit ihr gemacht? Was ist mit ihr? Ist sie... Chloroform tot? Oder... Quatsch, sie atmet noch! Was ist das? Ja, das die Gangster haben K.O.-Tropfen benutzt. K.O.-Tropfen. Diese gemeinen Kerle. Was sind das für K.O.-Tropfen? Die reichen für eine Elefantenfamilie, auf jeden Fall. Hier, wach auf. Wer seid ihr? Katja? Kannst du uns hören? Wir sind's, TKKG. Wo sind die Verbrecher? Ja. Sie sind los. Wohin? Zum Bahnhof. Wie zum Bahnhof? Zum Bahnhof. Was sagst du? Zum Bahnhof? Nein. Die nehmen bestimmt den Zug zum Flughafen. Und was machen wir mit Katja? Ich schätze, sie muss sich nur ausschlafen. Dann ist sie wieder okay. Ja, die braucht mal einen kräftigen Schlag ins Gesicht, würde ich sagen.
Oh, ein kleines Schaut Rätsel. Mal. Hier waren Ohrringe drin. Mensch, die haben sich verkleidet. Als Frauen. Ja, deswegen stehen auch die Schuhe hier noch rum. Es sind aber nur zwei Paar Männerschuhe. Und das brauchen wir nicht? Gabi, lass uns doch deinen Vater anrufen. Der kann uns jetzt bestimmt helfen. Gute Idee. Hoffentlich geht er gleich an den Apparat. Meld doch einfach 110. Kommissar Glockner. Hallo Paps, hier ist Gabi. Wir haben Katja gefunden. Wo seid ihr? Ich komme sofort. Wir sind im Hotel Splendid, aber wir sollten uns lieber am Bahnhof treffen, Herr Glockner. Denn die Gangster hauen gerade ab. Alles klar. Wir treffen uns unter der großen Anzeigetafel. Hast du und macht euch keine Sorgen um Katja. Ich schicke jemanden ins Hotel. Danke. Dankeschön. Was ist mit der Scheibe jetzt hier? Ja, keine Ahnung. Ich habe das eigentlich in Erinnerung, dass wir die brauchen, aber okay. Gut. Erstmal nicht. Offenbar nicht. Dann vielleicht haben wir das durch irgendeinen Punkt übersprungen. Oh, guten Tag, Herr Glockner. Ah, da seid ihr ja. Ich habe schon auf euch gewartet. Wir sind so schnell geradelt, wie wir konnten. Na, dann wollen wir uns hier mal gemeinsam umschauen. Bisher ist hier noch nichts Auffälliges vorgefallen. Leicht unübersichtlich. Achtung, Achtung! Auf Gleis erhält Einfahrt der Flughafen-Express. Voll. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Beim Einsteigen bitte beeilen. Voraussichtliche Abfahrtszeit in 2 Minuten. Der Flughafen-Express! Oh Mist, das wird knapp! 4 Gleise Lasst zur uns Auswahl. Ganz genau nachdenken, wir haben nur wenig Zeit. Ja, was soll man groß nachdenken? Einfach schauen, gell? Die sind's nicht. Meinen Sie mich? Nein, meine ich nicht. Nur eine Frage. Wir suchen 3 Männer, nein, möglicherweise verkleidet. Halt die Fresse. Na, die Herren werden sich doch nicht als Schaufensterpuppe verkleidet haben. Denn mit etwas anderem kann ich nicht dienen. Ich bin Eva Stötzig, mache Damenoberbekleidung. Ja, okay, so kann 2 Geschäfte in der Kleidung. Ja, das interessiert mich nicht. In der Bahnhofstraße und das zweite in der Maria-Hilfe-Straße. Interessiert mich nicht. Kurze Straße. Ja, okay, ist so. Und, darf ich vorstellen? Ach, bitte Modell ins Maul. Regina. Arme und Beine beweglich, blond oder dunkel, nach Bedarf. Oh, sei doch ruhig. Alter, wir wollen keine Produktberatung von dir. Wir haben nur eine Frage gestellt und jetzt verpiss dich. Entschuldigen Sie kommt die Störung. Nicht in Frage. Wir suchen 3 gefährliche Verbrecher. Gefährliche Verbrecher, hört ihr, Schwestern? Genau wie heute Morgen im Horoskop stand. Sie werden warum, heute warum einer Gefahr müssen trotzen. Die dann auch so eine blöde Frage stellen? Einfach nur, okay, tut mir leid, war eine Verwechslung, fertig, weiter. Eine Geschichte, die wir Sie haben interessiert, keine Zeit, liegt noch völlig im Dunkeln. Ah. Spielen Sie doch mal Detektiv. Wir sind Detektive. Über all dem sollten wir aber unseren Zug nicht vergessen. Unsere Lieblingsnichte feiert ihren Geburtstag. Oh. Wenn Sie uns also entschuldigen. Oh, das interessiert mich nicht. Bitte ich geh kurz kacken, okay? Das dauert ja noch ein bisschen länger. Meine Fresse, einfach das Maul halten, dann ist gut. Schaffen wir jetzt nicht, oder? Scheiße. Ein bisschen nein, hab ich nicht und jetzt hau ab. Ja, dann kann's ja nur noch hier sein. Hä? Aber hier hat sich nichts verändert. Scheiße, die Zeit ist jetzt rum. Ja? Entschuldigung, wir suchen 3 Männer. Sie waren an einem Banküberfall beteiligt. Scheiße. Und was habe ich damit zu tun? Wir dachten, Sie würden sich hinter der Zeitung verstecken. Na, mir ist ja schon viel passiert in meinem Leben. Aber so weit ist mir noch nicht untergekommen. Ja, wenn du auch so blöd dastehst mit deiner Entscheidung. Außerdem ist ja wohl nicht verboten, die Sportnachrichten zu lesen, ne? Ja, entspann dich. Entschuldigen Sie vielmals. Man muss die Zeitung immer 2 Finger breit unter dem Kinn halten. Bitte beeilen. Scheiße. Ja, jetzt dürfen wir nochmal machen. Na, und wo war das jetzt? Keine Ahnung. Werden wir jetzt nochmal probieren müssen. Wir müssen aber 2 Frauen ein Mann sein, nicht 3 Frauen. Es waren nur 2 Paar Frauenschuhe und 1 Paar Männerschuhe. Herzlichen Glückwunsch, du hast Katja gerettet, aber leider sind die Gangster entkommen. Okay. Ein kleiner Tipp, ein Hinweis auf Gangsterbeute findest du bei Barbara von Sports im Moor. Möchtest du einmal versuchen, den Fall zu lösen? Na, natürlich. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Nee, oder? Kannst du doch jetzt zum Bahnhof wieder gehen, oder was? Nee. Kannst du nicht zur Bahnhof wieder gehen? Ich glaube, da kann ich hin. Nein! Hi Sven! Alles klar? Mensch, Tim! Lange nicht mehr gesehen!
Kannst du mal kurz ins Lager oder so gehen? Wollen wir nicht mal wieder zusammen trainieren? Nein, wollen wir nicht. Guck mal. Kennst du den Typen hier? Nee, Fehlanzeige. Keine Ahnung. Sieht aber ungemütlich aus. Tut mir leid, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich bin auf der Suche nach Jacken mit Streifen. Hast du noch mehr davon? Ich suche nämlich eine mit rot-weißen Streifen. Ach, Tim, mach die Augen auf. Ja, du hast Glück. Ein weiteres Modell habe ich noch. Eins, ich sehe drei. Da hängt doch auch noch zwei welche. Zwei von denen. Die andere hat Barbara gekauft. Barbara. Weiß schon, eine Verkäuferin. Für ihren Freund Ole. Dir würde ich sie ein bisschen billiger geben. Ja, immer ja damit. Kannst du mir auch kostenlos geben. Was hältst du denn davon? Ich habe eine Frage. Hast du nicht irgendwas auszupacken oder so? Deine Barbara ist doch gerade nicht da. Nee. Kannst du nicht bitte einfach gehen? Der geht nicht weg. Da müssen wir nochmal mit jemand anderem hinschauen. Ich Carly wusste aber, Line. Ich habe irgendwas vergessen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Jetzt muss ich da hin. Guten Tag. Hallo. Ich interessiere mich für Sportjacken mit Streifen. Wie läuft das Geschäft? Hilfreich, keine Lüge. Wie läuft das Geschäft? Ist jetzt nicht wirklich hilfreich, ne? Nö. Kommt mir jetzt auch nicht so vor. Als ob uns das weiterbringen würde. Hallo. Guten Tag. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Guten Tag. Hallo? Was seid ihr denn so gar nicht zueinander? Meinen Sie, so eine Jacke mit Streifen würde mir stehen? Nee, Querstreifen machen Dicklöschen. Haben Sie eine Jacke mit rot-weißen Streifen? Haben Sie eine Jacke mit ich rot... Ich glaube, halt die sind schon weg. Guck im Lager nach. Nein, guck im Lager nach. Du blöde Kuh. Nee, die guckt nicht im Lager nach. Ach, Mann, du Ulle. Die bückt sich jetzt nicht für uns. Ohne Französin. Meine Mutter will, dass ich Tennis spiele. Aber ich hasse diese weißen Klamotten. Das wird sie sehr interessieren. Ja, ich denke auch. Unheimlich. Ach, es gibt auch ganz schöne, elegante Usen. Ja, kannst und du nicht süße schauen? T-Shirts. Nächste Woche kommt die neue Kollektion. Dann schau doch nochmal rein. Für Klößchen gibt es nichts, was seiner Figur irgendwie schmeicheln könnte. Schwarze Bändel noch. Oder ein Müllsack. Ein blauer, schicker Müllsack. Ich will mich nur mal umschauen. Maui, lass dir nur Zeit. Ach, sogar bist du nicht. Die Jacken sind ja stark. Ein Freund von mir hat eine ähnliche. Die ist allerdings aus einem anderen Material. Verkaufen Sie denn viele von diesen Jacken? Das erste, oder? Oder was würdest du? Die Jacken? Ui, aus Holzwolle. No, Baumwolle. Was? Alle verkauft. Ja, kannst du nicht im Lager noch gucken? Nee. Die scheißt uns was. Ich dachte, ich finde bei ihr Hinweise. Oh! Ui. Der Brief ist dann gekommen. Ole, wir hatten doch verabredet keine Telefonate mehr. Ole, ich muss Schluss machen. Mit ihm? Ui, ich dich auch. Oh Gott. Zusammen Stereo. Bin gleich wieder da. Ja, alles klar. Wir gucken nur mal kurz deine Tasche. Alles klar. Was soll denn das heißen? Ah, jetzt brauchen wir diese Scheibe, ne? Genau, deswegen konnte ich die Scheibe vorher nicht benutzen. Ah, okay. Hat sie das jetzt abfotografiert? That makes sense. Oder... Warte mal. Ja, der Brief ist weg gewesen aus der Tasche. Sie hat ihn einfach mitgenommen. Ja. Sie hat ihn einfach mitgenommen. Das ist natürlich eine Respektlosigkeit. Muss ich jetzt wieder mit Pavarotti? Warte mal, warum kann ich nicht rein? Können wir nicht wieder in das Hotel einfach jetzt gehen und... In das Hotel? Na, da war doch in dem Zimmer die Scheibe. Oder was wolltest du jetzt machen? Ja, wir müssen alles nochmal machen, denn ich kann ja nicht ins Sweet Dream... Sag mal, jetzt mach mal ganz ruhig. Ja, ich kann nicht in Sweet Dreams rein. Und da muss ich doch hin. Und hier erreiche ich doch nichts. Okay. You know what I mean? Also, muss ich hier mit Klößchen klingeln. Oh Gott, ich muss das alles nochmal machen. Hi, Willi. Ist echt so umständlich. Ich wusste gar nicht, dass das so umständlich ist. Gibt es denn mal wieder deine leckeren Schokoladenkekse? Gibt's was Leckeres zu essen? Nö. Deiner Mutter habe ich eben einen kleinen Salat gemacht. Und dein Vater hat ein Geschäftsessen in der Stadt. Ein Stückchen Schokoladenkuchen habe ich sicher für dich.
Na, vielen Dank. Er ist doch selber schon so ein kleines Klößchen, der braucht jetzt keinen Schokoladenkuchen. Warum sagt sie zu mir, sie hat Schokoladenkuchen für mich und knallt mir dann die Tür von der Nase zu? Was ist das für eine Logik? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das war so indirekt der Hinweis, du bist fett. Ich habe dieses Chocolate Drop Ding ins Kirchens gar nicht. Meinst du, das liegt noch hier rum, ne? Ja. Aber ist ja blöd, oder? Dass man alles nochmal machen muss. Aber bestimmt nicht billig. Da muss ich doch mal Papa fragen. Ja, frag deinen Papa. Ist das vielleicht ein Indiz? Also ist da darf ich es auf keinen Fall ganz auf essen. Nein. Nur noch ein kleines Stückchen. Hm. Ist doch gar nichts drin. Er schlägt genüsslich die Packung aus. Da wer weiß, was da alles drin war. Er weiß doch gar nicht, wovon seine Finger drin hat. Das ist ja widerlich, ey. Hi, Willi. Hi, Bertha. Sorry. Ist meine Mutter schon vom Tennis zurück? Ja, das interessiert mich. Tag, Bertha. Ist mein Vater da? Ja, er sitzt im Salon. Er möchte aber nur in dringenden Fällen. Ja, das ist dringend. Lass uns rein. Weg, weg. Das ist dringend. Jetzt es ist äußerst wichtig. Ich brauche seinen Experten. Es geht um Leben und Tod. So, jetzt lass mich rein. Hi. Papa, kennst du jemanden, der so ausgefallene Schokodrops isst? Ich kenne niemanden. Aber es gibt Schokoladenliebhaber, die auf teure Marken fixiert sind. Sie gehen immer in dasselbe Spezialgeschäft und genießen den persönlichen Service. Mhm. Versuch's doch mal im Sweet Dream. Mit einer Aushilfe, die Unix drauf hat. Jetzt auch gerade aufmachen. Hm? Mit einer Aushilfe, die Unix drauf hat. Ja. Wir versuchen es im Sweet Dream. Mit Gabi wissen wir jetzt. Sweet Dream, die zweite. Hallo. Hallo, ich bin Gabi Glockner. Frau Jonsson ist meine Patentante. Und wer sind Sie? Ich bin Petra Bruch, die Aushilfe. So siehst du aus. Wissen Sie, wo meine Tante Lisa hingereist ist? Nee, was haben wir gefragt? Seit wann arbeiten Sie hier? Seit Montag, aber ich habe früher schon mal ausgeholfen, in der Urlaubszeit. Nee, das haben wir nicht gefragt. Oder doch, das haben wir schon gefragt, aber das war nicht das, was ich brauche. Nee. Muss ich dann noch was fragen? Ich müsste dringend etwas wissen über Royal Chocolate Drops. Können Sie mir da helfen? Ich fürchte, nein. Deine Tante hat neuerdings alles im Computer. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber gut, dass du da bist. Ich müsste mal schnell Futter für Pavarotti kaufen. Ja. Könntest du kurz auf den Laden aufpassen? Ich bin gleich wieder da. Ja, sicher. Ja, klar. Pavarotti. Petra besorgt Vogelfutter für den Papagei. Gabi hat nicht viel Zeit, um dem Computer das Geheimnis der Royal Schokodrops zu entlocken. Ja. Sie hat nur eine Minute. Ja. Auch in Ordnung jetzt. Und diesmal vergewaltigst du vielleicht den Fallknopf nicht. Ja. Ich hätte gerne mal gehört, wie der Vogel sagt, Papagei. Ich hätte es euch gerne mal hören lassen, aber der blöde Papagei hält den Mund. Der ist heute nicht so gesprächig. Nee. So eine kleine Bitch, so eine kleine Diva. Bestellung, vielleicht können wir irgendwie 300 Tonnen Schokolade bestellen und die kriegt dann nächste Woche irgendwie so einen Schock des Lebens, wenn da so drei LKWs ankommen. Das ist ja lustig, oder? Ja. Wäre irgendwie geil. Schneider, das muss er sein. Hotel Splendid, Zimmer 175. Gut, dass ich die anderen gleich treffe. Schneider. Jetzt aber schnell den Computer ausmachen. Das kann auch ein Deckname sein, ja. So, da bin ich wieder. Bist du zurechtgekommen? Von Low-Tech ist der Computer. Dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Ja, halt's mal. Gern geschehen. Tschüss. Ich habe mal eine Frage. Wo ist denn bitte dieser Tierhandel, dass die nur 2 Minuten braucht? Tja, der wird wohl um die Ecke sein und da dürfen wir aber nicht hin. So, ab ins Hotel. Los, schnell! Der Portier ist gerade nicht da. Du meinst, wir sollen den Schlüssel einfach nehmen? Klar, wenn wir fragen, kriegen wir den Schlüssel nie. Anständig, hoffentlich geht das gut. Wir müssen das tun, Klößchen. Denk an Katja. Na bitte, halt doch auf den Mund. Warte mal. Kann ich das nochmal kurz wegmachen? Ist das wichtig? Nein? Okay. Nee. Sieht nicht so aus. Katja! Katja! Was haben die mit ihr gemacht? Was ist mit ihr? Ist sie tot? Quatsch, sie atmet noch. Da hilft nur ein gutes Glas Wasser. Muss aber Mineralwasser sein. Wer seid ihr? Katja? Kannst du uns hören? Ist ja nicht taub. Die Spinne ist auch lustig unter dem Tisch. Wir sind's TKKG. Wo sind die Verbrecher? Sie sind los zum Bahnhof.
Was sagst du? Zum Bahnhof? Nein. Was wie nein? Die nehmen bestimmt den Zug zum Flughafen. Und was machen wir mit Katja? Ich schätze, sie muss sich nur ausschlafen. Dann ist sie wieder okay. So, jetzt brauchen wir das hier. Schaut mal her, eine Chiffrierscheibe. Wozu soll die denn gut sein? Chiffrieren heißt verschlüsseln. Eine Scheibe zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Nachrichten. Irgendwo ist der Code versteckt. Meistens am Ende oder am Anfang der Botschaft. Hier könnten zum Beispiel die Buchstaben H und W am Anfang des Textes bedeuten, dass die Scheibe so eingestellt werden muss, dass das H über dem W oder das W über dem H liegen soll. Wenn man einmal den richtigen Anfang hat, ist alles ganz leicht. Ja. Dann muss man nur noch die Buchstaben sozusagen übersetzen. Ja, bitte halt's mal. Man probiert so lange herum, bis der Text einen Sinn ergibt. Melly möchte, ich möchte bitte starten. Denn wir wissen ja, von wem der Brief ist. Er ist von Ole. Der gute Ole. So, das heißt, wir brauchen beim D ein O. Es ist nicht schwer. So. Achso. Was? Was? Nein! Was machst denn du da jetzt? Ja, das wollte ich doch gar nicht. Ich wusste nicht, dass das so muss. Hat mir ja auch keiner gesagt. Nein. Ist ja fix. So. Ganz ruhig. Oh. Oh, wie ist das schön. so, dann das A muss über dem L. Melly ist unsere Detektivin. Naja, es ist ja eigentlich nicht so schwer, nö, nö. Weil wir wissen, dass die Nachricht von Ole ist. jetzt habe ich schon wieder genau falsch rum gemacht. Und wie heißt es so schön, wenn man den richtigen Anfang hat? Dann geht alles ganz leicht. Dann ich ist weiß alles auch, ganz einfach. Ich dachte, es heißt in Liebe, Ole, aber habe ich mich wohl nicht. So. Der Olle Ole. So. Und jetzt T. T ist bei dem E. Machst du es immer verkehrt rum? Ja. Weil ich dumm bin. So. Gott sei Dank gibt es hier recht viele Ts. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Dann muss beim... Ich nehme mal an, dass das kurze soll in heißen. Ja. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das werden wir gleich merken. Das habe ich wieder falsch schon gemacht, gell? Ja. Ja, das X muss runter. Ich weiß, dass ich dumm bin, bitte haut mich nicht. Nein, du bist nicht dumm, nur verwechselst halt nur immer die Drehscheiben. So. Achso. Ja, weil ich nicht denken kann, weil ich zu dumm bin zu denken. Das B muss runter, oder? B, das B muss unten stehen. Was mache ich da jetzt eigentlich gerade? Ich weiß nicht. Ich komme gerade auch nicht mit, was du machst. Mann. Moment. So. Und dann. Nein, das dreht sich ja. Oh Gott. So, stopp. Warte, halt. Stopp. Oh. Halt, stopp! Ja, jeder, der Frauentausch kennt, weiß doch Bescheid. Ich hab's. Schau mal. N-I. Es ist in. Okay, Moment. Dann ist es B. Man muss. Nee, unten muss das B sein, oder? Ja, weil ich wusste jetzt auch nicht, was du gerade machen willst. Unten muss immer der Buchstabe stehen, der im Brief steht. Ich möchte sterben. Ja gut, das N steht da schon drin. Aber das ist falsch. Warum ist es falsch? Nicht in? Was soll das heißen?
Vielleicht hättest du die scheiß Scheibe einfach mal anhand des H und des Ws erstmal ausrichten sollen. Welches H und welches W? Das bleibt ja nicht so. Weißt du, das ist das. Er hat doch gesagt, wenn wir es einmal ausgerichtet haben, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Ja, da hat er keine Ahnung. So. Und ja, es ist trotzdem falsch. Mach das jetzt einfach so. Was bringt uns das? Ja, eins habe ich ja schon mal mitgelöst. So. Gutes Hidden heißt Hotel. Ah, Hotel. Also I, I unten. Unten das I und oben muss dann das T stehen. Achso, ja, das hatte ich jetzt eigentlich. Ja, das immer musste mal erst oben den scheiß Buchstaben einstellen. Aber das T müsste doch jetzt eigentlich unten stehen. Das ist auch nicht so, dass es jetzt so lange dauern müsste. Jetzt ist richtig. Okay. So. I, ist hier noch irgendwo ein I? Nein. Also muss der Buchstabe, der im Brief steht, doch oben stehen, nicht unten. Wie wir zwischendurch gedacht haben. Moment. Ich kann mich gerade nicht gut konzentrieren. Das liegt an der Schokolade, die du gegessen hast die ganze Zeit. Das sind einfach zu viele Buchstaben für mich. Ich komme besser mit Zahlen zurecht. Als Kassiererin kannst du mehr mit Zahlen als mit Buchstaben. Im Hotel? Nee, I war ja auch verkehrt, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Am Hotel, vielleicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Mach doch Scheiße dann. Warum können wir jetzt nicht an... Nee, wieso am Hotel? Das ist im Hotel. Was möchtest du von mir? Ja, mach du mal. Probier mal noch ein bisschen. Nee, sag halt, red halt mit mir. Ja, nee, ich schau mal, was du jetzt da noch gerade machen willst. Warum redest du denn jetzt nicht mit mir? Das finde ich jetzt total asozial von dir. Nein, ich wollte nur schauen, was du jetzt machst und ansonsten hätte ich auch mal probiert. Kuh ist Kuh, ja? Ja, Kuh ist Kuh. Was für ein Kuh? B. Nein! Jetzt hast du es wieder verkackt. Wo war es gerade? F war bei U. Okay. Ja. Du musst eigentlich nur oben immer drehen. Ja, das habe ich ja schon gespannt. Du schreist, wenn ich beim Buchstaben bin, den wir noch nicht hatten. Dann geh halt mal zu B oben und dann... Dann müsste ja unten dann dein M kommen. Ich weiß immer noch nicht das H. H ist wie? Das hat mir wieder keiner gesagt. Stimmt aber nicht. Doch alle keine Ahnung. Nee, stimmt auch nicht. Da ist schon wieder ein Fehler drin. Da ist kein Fehler. Für... Beute. Schlüssel für Beute im Hotel. Okay. In welchem Hotel? In diesem Hotel? Wahrscheinlich. Wir kennen ja kein anderes Hotel. Muss jetzt das S oben sein? Ich glaube, das S musste unten sein, oder? Ich probier's einfach mal. Scheißegal, das sehen wir schon. So. Ja. Und N? Ah, umgekehrt, ne? Das muss umgekehrt sein, ne? Ja, irgendwie verwirrt mich diese Scheibe auch. Keine Ahnung. Ja, bin ich ja schon froh, dass ich mir so gehe. Ich dachte schon, dass ich einfach nur ein Rad gepackt habe. Immer wenn man so denkt, eigentlich jetzt müsste es doch gehen, dann irgendwie kommt wieder ein anderer Buchstabe raus. Naja. Dann bastelt man sich's halt zusammen, ne? Moment. Hä? Warum kommt jetzt dann wieder?
Ganz ehrlich, ich finde das mega kompliziert. Also es tut mir leid, aber ich finde das mega kompliziert. Ich bin etwas verwirrt von diesem Teil gerade. Ach so, nee, ich brauche jetzt S. Also oben muss da stehen, was ich haben will, ja? Es ist so kompliziert, es tut mir leid. So, Schlüssel für Beute. Das heißt, ich brauche jetzt ein E. Also oben muss das E sein. Beute. Muss das E sein. Mhm. Ja, jetzt funktioniert es. Im Hotel. Ah, oh, klasse! Die Beute vom Banküberfall. Ah, klasse. Da schreit er uns ins Ohr. Schaut mal, hier waren Ohrringe drin. Mensch, die haben sich verkleidet. Als Frauen. Ja, deswegen stehen auch die Schuhe hier noch rum. Es sind aber nur zwei Paar Männerschuhe. So, wo ist der Schlüssel? Komm raus, du Schlüssel. Ich muss ja da hingehen. Der liegt wahrscheinlich irgendwo in dem Regal drin, oder? Kann das sein? Ah. Lass uns schnell reinschauen. 123. Sieh an, ein Schlüssel. Sieht aus wie von einem Bahnhofsschließfach. Mhm. Und das Ticket für die Gangsterbraut. Genug geredet. Auf die Fahrräder. Auf die Fahrräder, denn Führerschein haben wir noch nicht. Aufs Bobbycar. Achtung, Achtung. Auf Gleis erhält Einfahrt der Flughafenexpress. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Beim Einsteigen bitte beeilen. Voraussichtliche Abfahrtszeit in 2 Minuten. Der Flughafenexpress. Oh Mist, das wird knapp. Lasst uns ganz genau nachdenken. Wir haben nur wenig Zeit. Ich muss jetzt erstmal zum Kofferdings. Dings. Gute Idee. Lass uns die Beute sicherstellen. 20 was, gell? Ja. Was haben wir denn da? Wow, die Beute vom Banküberfall. Ja, so viel Geld. Und hier ist auch eine Nachricht. Liebe Barbara, wir fliegen über Frankfurt nach Rio. Ich warte Sie immer dort Zeit lassen. In Liebe, dein Ole. Ja. Die schöne Barbara sollte das ganze Geld mit nach Rio bringen. Ein schlauer Plan. Aber sie haben nicht mit TKKG gerechnet. Los, schnell! Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ja, ja, das ist ja schön, dass ihr das auch mal seht. So, welches Gleis nehmen wir jetzt, gell? Frankfurt, Gleis 1. Gleis 1, okay. Hä? Keiner da? Hä? I don't check this. Hä, da stand doch Frankfurt, oder? Ja, eigentlich schon. Und das ist falsch. So. Aber es ist Gleis 1. Es müsste Gleis. Aber es ist nicht Gleis 1. Mann, sollen wir nochmal in den Zettel schauen? Geht nicht mehr, oder? In Schließfach. Nee, geht nicht mehr. Scheiße. Nein, zerfixe! Gleis 4, da ist auch nichts, oder? Wer seid denn ihr überhaupt? Ist er? Nein. Ja? Verzeihung, wir suchen drei Männer. Einer mit Bart. Mit Bart? Ich finde Bärte scheußlich. Mein Mann hat sich einmal, im zweiten Jahr unserer Ehe, einen Schnauzbart stehen lassen. Ich war nicht da, ich war zur Kur. Als ich zurückkam, hatte er diesen Schnäuzer. Er sah aus wie ein Walross. Da habe ich zu ihm gesagt, der Bart oder ich, du kannst wählen. Der Mann, den wir suchen... Mein Sohn hier wollte sich auch schon einmal einen Bart stehen lassen. Er hat sich 4 Tage nicht rasiert. Am 5. Tag habe ich zu ihm gesagt, solange du bei mir wohnst, kein Bart. Bärte sind unappetitlich. Ihr seid vernünftig, ihr habt keine Werte. Weiter so. Ja, noch nicht. Achtung, Achtung. Toll, und nochmal alles machen. Warum hast du die Alte überhaupt angekriegt? Ja, dann mach's besser. Bitte. Mach ich auch. Aber ich glaube, der Teil ist schon vorbei. Ja, oh, wir haben schon 39 Minuten, wir haben schon wieder überzogen. Überlänge. Bitte. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Schön war's. Wieder mal verkackt. Ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir werden den Teil jetzt hier beenden. Leider doch noch nicht geschafft. Ich dachte, das wär's. Das dürfen wir alles nochmal machen, mit der Scheibe Nein, auch. Nein, müssen wir nicht. Nee? Möchte einfach so eine Gänse zu überführen. Wir haben ja alles geschafft. Naja, gut. Auf jeden Fall danken wir euch erstmal fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr wart bis zum Ende dabei. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Ihr hattet Spaß dabei beim Mit-Detektivspielen, sage ich jetzt mal. Und ja, wir würden uns über Kommentare freuen, über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo von euch. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder und ich denke mal, das wird dann der finale Teil werden. Bis dahin. Ciao. Bis dann.